und CH. Ja, liebe Facebook-Gemeinde bzw. liebe Freunde, die ihr draußen im weiten Web wieder zugeschaltet seid zu Auf ein Bier mit Sascha und Lars. Herzlich willkommen heute Abend wieder bei uns im, ich sag's mal, Studio. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Ihr dürft natürlich wieder Fragen stellen und... Warte, ich muss den Ton ausmachen, Sekunde. Ich habe das nämlich heute jetzt hier vor mir aufgebaut, damit ich etwas mehr auf eure Kommentare und so weiter eingehen kann, um zu versuchen, dass wir etwas interagieren. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch unseren Gast, den Marcel Daven aus Pellingen, der Vorsitzende der Junge Union und Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat in Pellingen und natürlich mein Kollegen und Direktkandidaten für den Wahlkreis 24, den Lars Rieger. Lars, auch dir herzlich willkommen. Und ich beginne direkt mit der einsteigenden Frage an den Lars. Lars, wie war deine Woche? Ja, die Woche war ziemlich anstrengend, weil ich am Montag wirklich bei klirrender Kälte in Korlingen gewesen bin, waren Temperaturen deutlich unter 0 Grad. Bin dann auch am Mittwoch nochmal in Herl und in Sommerau gewesen und heute in Hockweiler. Aber was mich und uns alle wahrscheinlich am Dienstag sehr bewegt hat, war der Amoklauf oder die Amokfahrt in Trier. Und ich denke, da spreche ich auch für dich, Sascha, und für Marcel, dass ich an der Stelle nochmal den Polizei- und Rettungskräften sehr herzlich danke, die da sehr umsichtig und schnell gehandelt haben und vielleicht auch mit ihrem schnellen Handeln dafür gesorgt haben, dass die, die jetzt verletzt sind, nicht auch noch verstorben sind. Also von der Stelle aus nochmal mein Beileid, unser Beileid an all die Angehörigen der Getöteten und gute Besserungswünsche an diejenigen, die noch im Krankenhaus liegen. Genau. Vielen Dank, Lars. Ich denke, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Ja, es ist tragisch, dass sowas immer wieder an der Weihnachtszeit passiert. Ne? Man hätte nie, also ich hätte zumindest nie gedacht, dass sowas in Trier stattfinden könnte. Aber jetzt sind wir leider eines Besseren belehrt worden. Aber naja, wollen wir hoffen, dass es einmalig geblieben ist. Hoffen wir, genau. Lars, wie war der Rest deiner Woche? Ja, ansonsten viel unterwegs. Man lernt ja immer wieder Neues dazu. Gestern bin ich beispielsweise mit dem Arnold Schmidt in Aach gewesen. Da ist die Claudia Thielen, die Ortsbürgermeisterin, die ist mir deshalb besonders im Gedächtnis geblieben, weil 2014 in Aach überhaupt niemand angetreten ist als Bürgermeisterkandidat. Und dann wurde Aach ja schon unter Zwangsverwaltung gestellt und man stand dann auch schon so kurz davor, über Eingemeindungen in andere Orte nachzudenken. Und dann ist die Claudia Thielen, eine junge Frau mit Kindern, Ehemann und Beruf, aufgestanden und hat gesagt, ich stelle mich zur Verfügung, ich mache das. Und die ist auch letztes Jahr mit einem super Ergebnis wiedergewählt worden. Die hat vor allen Dingen ein ganz großes Anliegen. Da gibt es in Aach einen ganz tollen Weg entlang des Aacher Baches, der aber leider im Moment gesperrt ist. Und da wünsche ich mir, dass ihr die Verbandsgemeinde vor allen Dingen auch bei ihrem Anliegen hilft, dass dieser Weg wieder zugänglich ist. Der ist nämlich seit 2013 schon gesperrt und seit 2015 ist er komplett unzugänglich gemacht worden. Und da wäre mein Wunsch insbesondere an Michael Holstein, den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trierland, dass er der Claudia Thielen hilft, damit dieser Weg endlich wieder begehbar wird. Denn ich habe gestern bei den Reaktionen auf meinen Beitrag in Facebook gesehen, dass viele Aacher sich das wünschen, dass der Weg wieder zugänglich wird. Und ich denke, da sollte man so eine junge Frau auch tatkräftig unterstützen, auch von Seiten der hauptamtlichen Politik. Ja, vielen Dank, Lars. Dann Marcel, wie war deine Woche? Ja, erstmal danke, dass ich hier heute zu Gast sein darf, heute mal vor der Kamera, die letzten beiden Wochen ja als technische Unterstützung hinter der Kamera. Ja, meine Woche war ja Corona-bedingt teilweise auch ein bisschen ruhig. Nichtsdestotrotz, du bist ja morgen, hast du schon angesprochen, bei uns in der schönen Höhlengemeinde Pelling zu Gast. Genau. Da liegt trotz Corona die Ratsarbeit oder die Politik nicht still, da steht die nicht still. Wir haben da immer noch ein bisschen was zu tun. Sind jetzt aktuell im Endausbau von unserem jetzigen Neubaugebiet
und auch schon in der Planung von unserem nächsten Neubaugebiet. Da sollten eigentlich nächstes Jahr die Bagger rollen, aber ja, ist so ein bisschen mit der Bürokratie, da kommt immer mal hin und wieder was dazwischen, aber wir sind da guter Dinge, dass die Offenlage, die soll jetzt noch dieses Jahr, wird die abgeschlossen sein und dann werden wir noch den Beschluss fassen und dann werden wir nächstes Jahr hoffentlich da anfangen können. Ja, dann vielen Dank, Marcel, für dein erstes Statement, wie deine Woche war. Bevor ich jetzt noch was über meine Woche sage, dann möchte ich erstmal euch wieder zuprosten. Eine gute Idee, Sascha. Gell? Vielen Dank, Prost. Das ist das Wichtige heute. Vielen Dank und mal gespannt, wer von euch da draußen als erstes hier uns postet, was für ein Bier zu Hause getrunken wird. Wir trinken wieder das Kellerbier Obergärig ungefiltert, handgebraut in Kell am See. Seit 2018, also eine Traditionsmarke, liebe Freunde. Nichtsdestotrotz euch auch ein Prost in die Runde. Meine Woche war eigentlich auch ganz gut, Lars. Ich war unter anderem in Irsch an der Saar, hatte dort mit Albert Görgen, das ist dort der Vorsitzende des VDKs in Irsch, eine Runde durch die Ortsgemeinde gedreht. Er hat mir alle, ich sag's mal, Sehenswürdigkeiten in Irsch gezeigt. Wir haben interessante Leute getroffen. Den Herrn Kreis des ortsansässigen Kfz-Reparaturwerkstattbetriebes. Ich habe eine Dame kennengelernt, sehr freundlich, lustig, die Kosmetikstudio betreibt. Wir waren beim Johann Benzschabel, beim Winzer und ich war auch beim ortsansässigen Hausarzt, bei der Elisabeth. Auch dir, Elisabeth, in diese Runde mal herzlich willkommen, beziehungsweise meine Grüße. Und es war sehr interessant in Irsch. Und ich sage mal, das in Irsch war ein wichtiges Thema, die Straßenausbaubeiträge. Dort hat man jetzt wiederkehrende Beiträge beschlossen. Das hat wohl etwas in der Ortsgemeinde zu Irritationen, nennen wir es mal so, geführt. Also der eine oder andere hat sich doch schon ein bisschen besorgt gezeigt, weil das doch schon starke Summen sind, zumal diese wiederkehrenden Beiträge jetzt rückwirkend wohl verlangt werden. In der Thematik in Irsch bin ich natürlich nicht so tief drin, bin auch kein Gemeinderat in Irsch, deswegen möchte ich mir zumindest in diese Richtung, was da in Irsch beschlossen worden ist, ich sage mal, das nicht bewerten. Ich werde aber trotzdem weiter am Ball bleiben, wie wir beim vorletzten Mal schon gesagt haben, Lars, dass ich mich in Mainz natürlich mit der CDU dafür einsetzen möchte, dass die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden, so wie in anderen Bundesländern. Ganz genau, das ist ja unsere Linie, die wir schon seit letztem Jahr, auch seit der Kommunalwahl fahren, und damals ja auch schon die Forderung an die Landesregierung adressiert haben. Komplette Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, egal ob Einmalbeiträge oder wiederkehrende Beiträge. Denn auch die wiederkehrenden Beiträge belasten in Summe ja in hohem Maße die Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben es ja beim letzten Mal schon angesprochen. Rheinland-Pfalz ist noch eines der wenigen Bundesländer, was überhaupt diese Straßenausbaubeiträge erhebt. Deswegen gehören sie abgeschafft. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie man es gegenfinanzieren kann. Aber ich will noch mal zurückkommen auf deine Woche. Du hast, das habe ich gestern noch gelesen, aktiv Mitgliederwerbung, auch in jungen Wählerschichten betrieben, habe ich gesehen, gell? Ja, Lars, natürlich. Aber da habe ich jetzt eigentlich, gut, dass du das ansprichst. Ich habe ja erwartet, wenn heute der Vorsitzende der Jungen Union Trier Saarburg kommt. Und ich habe da so eine junge, wie ich geschrieben habe, und das darf man ja auch mal machen, gut aussehende Dame, die jetzt, die sich in der Weiterbildung ist, die will mal Zahnärztin werden, also die durfte ich dann werben, um Mitglied in unserer Partei zu werden. Sie ist aus Gusenburg, ist dort auch im Gemeinderat, die Xenia, falls sie zuschaut, ich glaube schon, auch dir viele Grüße. Und das war eine tolle Sache, ich habe sie getroffen. Diese Woche, und da hatte man so ein bisschen über Kommunalpolitik gesprochen, und dann es war ein längeres Gespräch, und dann habe ich gesagt, du könntest doch auch Mitglied unserer Partei werden, und dann hat sie, wir mussten sie also nicht zwingen dafür, sondern Sie hat da wirklich gesagt, ja, das mache ich, da bin ich dabei, und deswegen auch an dich, Marcel, und auch ein neues Mitglied. Kaffeemaschine. Genau, nee, also Kaffeemaschine war wirklich nur im Hintergrund auf dem Bild. Es gibt keine Kaffeemaschinen bei der CDU, wenn man Mitglied wird. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass wir ein neues Mitglied werben konnten im Hochwald. Und das ist toll und für unsere Kreispartei, die Junge Union, natürlich toll. Marcel, bevor wir jetzt zu dir kommen, dass du auch mal ein bisschen was über die Junge Union sagst und die Themen, die euch im Moment so beschäftigen, nochmal in die Runde zum Interagieren nochmal.
Ich habe da so ein bisschen Probleme heute mit dem Teilen. Ich weiß nicht, ob das so im Moment überall da so aufgepoppt ist, wo es ist. Wenn ihr, die ihr zuschaut, in eurem Fenster nochmal diese Veranstaltung jetzt gerade im Moment teilen würdet, dann würde man natürlich nochmal eine größere Runde an Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen können. Aber das nur am Rande. Wenn ihr das machen würdet, wäre es schön. Ansonsten, Marcel, ja, Junge Union, danke. Du bist Vorsitzender in Trier-Saarburg. Genau. Danke schon mal nochmal nachträglich für deine Überzeugungsarbeit. Das ist immer gern gesehen, auch junge Frauen, die sich aktiv in ihrer Heimatgemeinde, auch im Gemeinderat da engagieren. Das ist natürlich im Moment schwierig, allgemein die Parteipolitik oder auch bei uns in der Jugendorganisation zu gestalten. Gott sei Dank geht es mittlerweile durch die technischen Möglichkeiten, dass man sich irgendwie verständigen kann. Aber das ersetzt meiner Meinung nach nicht den persönlichen Austausch, nicht sich persönlich im Kreis zu treffen. Vor allem, wenn man neue Mitglieder hat. Also wir können unsere Vorstandssitzungen können wir noch abhalten. Das geht natürlich alles wunderbar über die besagten Tools da. Aber gerade neue Mitglieder da einzubinden, gemeinsam auf Veranstaltungen zu gehen, wo man sich kennenlernt, das ist natürlich im Moment, wie so vieles, leider schwierig. Gut, Marcel, was sind denn eure Themen in der Jungen Union im Moment so? Also ich habe ja diese Woche eine Pressemeldung rausgegeben, dass ich mich auch, wenn ich nach Mainz komme, so wie ich das auch früher schon mal angekündigt habe, mich einsetzen möchte dafür, dass die Schülertickets für die Oberstufe und auch für unsere Auszubildenden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Also so wie bei jedem Schulpflichtigen auch bis zur Oberstufe. Ich möchte mal noch einen Satz vielleicht dazu verlieren, wie ich nochmal jüngst darauf aufmerksam geworden bin. Also wir haben bei ThyssenKrupp Bilstein, das ist ja der Betrieb, bei dem ich arbeite, haben wir eine neue Jugendvertretung gewählt und da haben wir mit den jungen Leuten an einem Tisch gesessen, natürlich so wie hier mit dem entsprechenden Abstand und hatten uns unterhalten, was denn den Azubis da so am Herzen brennt. Da war ein junger Mann aus Bonerath dabei, der mir erzählt hat, ja, das ist natürlich immer blöd bei dem Wetter, er hat einen Roller, nach Saarburg in die Berufsschule zu fahren. Du kannst mit dem Wetter nicht nach Saarburg in die Berufsschule fahren. Sagte, wie soll ich sonst da hinkommen? Der Bus fährt ja nicht. Und außerdem, den müsste ich ja noch bezahlen. Das kostet ja viel Geld. Ja. Und da bin ich nochmal hellhörig geworden und habe gesagt, Moment mal, da muss ja was passieren. Das ist ja eine Ungleichbehandlung aus meiner Sicht. Und da erinnerte ich mich auch daran, Lars, wie ein Kollege von uns, der aus Trittenheim, der zwei Töchter hat, die in der Trier zur Schule gehen, der Oberstufe, im Jahr 2500 Euro muss zahlen für die Schülertickets. Und das ist doch schon eine Menge Geld. Und wenn man Familienpolitik ernst nimmt, ich möchte zu lang machen, dann muss man eben dafür sein, dass man das künftig auch kostenlos macht für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und Auszubildenden. Marcel, wie seht ihr das in der Jungen Union? Ich bin da vollkommen deiner Meinung. Wir haben sowieso auch im Bezirksverband haben wir sowieso seit letztem Jahr die Ausbildung wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Finde ich gut. Wie du sagst, gerade im ländlichen Raum ist das natürlich oftmals schwierig. Die Leute, die sind 16, 17, die haben noch kein Auto. Und wie kommen die zur Lehrstelle oder zur Berufsschule? Und also ich persönlich habe studiert, ich habe Semesterbeiträge bezahlt, wovon ich dann kostenlos Bus fahren konnte. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist meiner Meinung nach, es ist ja sogar so, bis zur 10. Klasse ist das frei, ja, genau, das Busfahren. Und also ich sehe da keinen Grund, warum man ab der Oberstufe bzw. dann in der Ausbildung, wieso die dann benachteiligt werden sollten. Gerade im ersten Lehrjahr oder in der Oberstufe, man verdient gar nichts bis wenig. Und das ist meiner Meinung nach eine falsche Sozialpolitik. Da könnte man ansetzen, da bin ich vollkommen bei dir. Lars, und du als Kreisvorsitzender der CDU, wie siehst du das? Nehmen wir das auf die Agenda auch in der Kreispartei? Definitiv, das sollten wir tun und müssen wir tun. Beispiele, wir haben ja bei uns in Schweichen kommunalen Kindergarten und jedes Jahr auch eine Anerkennungspraktikantin, also sprich jemand, der jetzt nach 4 Jahren Schule im 5. Jahr das Praxisjahr macht im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin.
Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, 4 Jahre Ausbildung ohne einen Pfennig Vergütung. Und dann müssen die immer noch die Kosten zum Teil aufbringen, um von ihrem jeweiligen Wohnort nach Trier in die Berufsschule zu fahren. Und das ist nur ein Beispiel. Und da gibt es ja viele andere Beispiele mehr. Und ich denke, da sollten wir auf alle Fälle unsere Kraft reinstecken, dass sich da eine Veränderung ergibt. Denn es kann nicht sein, dass immer wieder das Hohelied der Berufsausbildung gesungen wird, aber dann nicht die weiteren Voraussetzungen gegeben werden. Da muss auch ein Stück weit nochmal nachjustiert werden. Und ich denke, du hast jetzt in dieser Woche einen Anstoß gegeben. Und wenn das so der erste Schritt war, um dann wirklich da eine positive Veränderung hinzubekommen, dann wäre das auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und deswegen sollten wir das auch im Kreis nochmal mit anpacken. Auf jeden Fall. Also das freut mich, dass die Junge Union und die Kreispartei auch der Meinung ist, dass wir die Schülertickets für die Oberstufe und für Auszubildende künftig auch kostenlos haben sollten. Dann denke ich, wird das ein Thema sein, was wir jetzt auf den Weg bringen. Und dann werden wir dafür kämpfen. Dann werden wir uns darum kümmern, dass das so kommt. Wir haben in der Vergangenheit schon Dinge bewegen können. Und ich glaube, das ist ein Thema, das nennt man Familienpolitik. Und hier machen wir mal Politik für die Bürgerinnen und Bürger, die rechtschaffend sind, die arbeiten gehen, jeden Tag ihrer Arbeit nachkommen. Die Kinder, die in der Schule mitarbeiten und eine Ausbildung machen wollen oder auch ihr Abitur machen wollen. Ich glaube, da müssen wir dran, da müssen wir helfen. Ja, Lars. Marcel, Junge Union, was gibt es noch an Themen? Ja, ich sag mal so, der Dauerbrenner ist natürlich Digitalisierung bzw. digitale Infrastruktur. Können wir hier bei uns im ländlich geprägten Kreis auch ein Lied von singen, gerade bei euch im Hochwald. Also ich kenne es auch, wenn man bei euch mit dem Auto unterwegs ist, hat man nicht überall Netz. Ja. Ja, ich habe es eben angesprochen, es ist gerade in den jetzigen Zeiten ein absolut wichtiger Faktor. Wir reden über Homeoffice, wir streamen das jetzt. Da ist meiner Meinung nach im Jahr 2020 ein guter Ausbau von digitaler Infrastruktur ein Muss. Da haben wir jetzt, wir haben jetzt Gott sei Dank in Pelling, haben wir Glasfaser an jeden Haushalt bekommen. Nicht nur das Neubaugebiet, sondern auch das alte Dorf. Und das ist natürlich im Moment ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, Also klar. das ist schon gut. Aber sollte, wie gesagt, sollte mittlerweile der Standard sein. Auch um den ländlichen Raum attraktiv zu machen, um ja, da Firmen anzusiedeln, auch um leere Ortskerne. Das ist ja Infrastruktur, die das auf jeden Fall nochmal aufwertet. Und da sehe ich auf jeden Fall Investitionsbedarf. Oder es wird ja viel Ja, investieren, ist okay. aber da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Also das ist eine Sache, die mir immer sehr am Herzen liegt. Vielen Dank. Lars, du warst ja in Lorscheid und in Herl dieser Tage. Das sind ja relativ zwei kleine Orte im Hochwald. Wie war das Netz? Also das Netz war super, vor allen Dingen in Herl. Herl hat aber auch einen neuen Funkmast bekommen. Deswegen habe ich Das war angesprochen. ja, das war ja auch eine ziemliche Diskussion. Leider ja auch etwas negativ befeuert von unserer örtlichen Tageszeitung. Hatte ja dann auch dazu geführt, dass der damalige Herler Ortsbürgermeister die Brocken hingeschmissen hat. Ja, das ist immer Da blöd. sind wir auch bei dem Thema, was wir ja auch schon mal kurz angerissen hatten. Die Bürger müssen natürlich auch bereit sein, wenn sie ein gutes Netz haben wollen, wenn sie schnelles Internet haben wollen, dann müssen sie auch bereit sein, dass die entsprechende Infrastruktur Klar. natürlich auch irgendwo ortsnah aufgestellt wird. Es kann natürlich nicht sein, dass jeder schreit, er hätte gerne Mobilfunk ohne Mobilfunklöcher, aber dann die Bürgerinitiative gründet oder der nächsten Bürgerinitiative beitritt, die gegen einen Funkmast in der eigenen Ortsgemeinde ist. Das ist immer so diese Problematik. Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass. Genau. Also da erwarte ich natürlich auch, dass da ein Stück weit mehr Kompromissbereitschaft auch seitens der Bürger besteht. Denn es kann nicht von der Politik immer gefordert werden, wir sollen viel Geld in die Hand nehmen und sollen investieren, aber dann werden wir vor Ort ausgebremst. Aber wie gesagt, um deine Frage zu beantworten, in Herl super Empfang, auch wenn es ein kleineres Dorf, aber ein sympathisches Dorf gewesen ist, aber Empfang war spitze, hat mir gut gefallen. Ich will auf den Marcel nochmal zurückkommen, weil mich das immer wieder maßlos ärgert, wenn ich noch an den ersten Lockdown zurückdenke. Wir haben ja teilweise erlebt,
erlebt, dass der Unterricht ja dann digital durchgeführt werden sollte. Aber wie viele Eltern waren bei mir im Stadtbüro und haben sich dann beschwert, dass offensichtlich in den Schulen die Netze so schlecht sind, dass die Übertragungen nur abgehackt bei ihren Kindern daheim auf dem PC ankamen, man im Grunde genommen überhaupt nichts verstanden hat von dem, was die Schüler an Schulaufgaben aufgetragen bekommen haben. Und da ist es wichtig, und da investiert die CDU-geführte Bundesregierung ja viel Geld auch und stellt den Ländern zur Verfügung. Und das ist meine Erwartung auch an die Landesregierung, dass dieses Geld 1:1 weitergegeben wird und nicht, wie wir das ja auch schon oft erlebt haben, dann mal wieder größere Beträge abgezackt werden für den Landeshaushalt. Das Geld muss 1:1 an die Kommunen weitergegeben werden. Ja, da hast du recht. Vielen Dank, Lars. Gerade Matthias Spieles, er hat geschrieben, wie vor 30 Jahren hat man wohl vergessen, Lehrer in die Straße zu legen. Das ist in der Tat so. Wir da, wo man zumindest da, wo ich dabei bin, in den kommunalen Gebietskörperschaften, ich sag's mal im Verbandsgemeinde oder Gemeinderat, wir achten jetzt immer darauf, dass Leerrohre bei Baumaßnahmen mit reingelegt, vielleicht soll ich schon mal trinken, Prost Matthias, im Übrigen danke für dein Statement, dass mit Leerrohre reingelegt werden. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die müssen wir auch angehen. Er schreibt auch noch, dass man das auch jetzt zukünftig für Wasserstoff machen soll, wo man jetzt die Gasleitungen etc. haben, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Absolut. Und Herl, du hast recht, ein sympathisches Dorf. Ich habe ja mal 5 Jahre in Herl gewohnt. Das war meine Zeit, meine Moped-Zeit, als ich immer nach Lorscheid, Bescheid etc. gefahren bin, Osburg. Da bin ich auch lange zur Schule gegangen. Und ja, tolles Dorf. Und wenn das Netz jetzt funktioniert, ich kann dir ein Lied davon singen, das stimmt, das hat früher nicht so funktioniert. Und ich sage auch immer, wenn man über 5G spricht, das ist eine wichtige Sache bei Digitalisierung, da müssen wir auch vorne dabei sein. Aber wir dürfen den Fehler eben nicht machen, das nicht lückenlos zu tun. Da müssen wir schon die Wirtschaft dazu zwingen, das sage ich auch ganz klar. Auch wir müssen sie auch dort unterstützen, dass es keine Funklöcher gibt. Denn ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich von Trier über Pellingen, über Lampaden nach Schillingen fahre, dass ich 17 Mal neu wählen muss. Liebe Leute, das geht nicht. Allein schon von der Sicherheit her, dass man im Auto nicht dauernd abgelenkt ist. Natürlich, gar nicht telefonieren wäre noch besser. Die Kommentare kann ich mir jetzt schon vorstellen. Aber wir wissen ja alle, wir wollen mal telefonieren. Wir haben eine Freisprecheinrichtung, da muss das Netz aber wenigstens funktionieren, das GSM-Netz. Und da brauchen wir mal Kampf gegen die Funklöcher. Auch das ist ein Thema, haben wir schon mal geäußert. Hat, werde man am Ball bleiben. Definitiv. Ja, Schülertickets hatte man, Straßenausbaubeiträge, Digitalisierung, Funklöcher, Funkempfang. Bisher habe ich noch nicht viele Wortmeldungen bzw. Fragen hier drin. Ich werde nochmal euch erinnern. Erstens mal dürft ihr mit einem Daumen hoch uns hier unterstützen. Das erzeugt bei Facebook natürlich Reichweite, da sind wir auch ganz ehrlich. Aber auch ihr dürft hier Kommentare reinschreiben, Fragen stellen und ihr dürft auch jetzt noch kurz teilen, damit wir quasi noch ein paar Zuschauer mehr haben. Wer ist denn so alles dabei? Ich sehe hier im Moment sind gerade 19 Zuschauer. Der eine oder andere wäre es schön, wenn er mal mit uns anprostet. Prost und zum Wohl in die Runde. Ja, Prost Sascha, Prost Marcel. Lars, hast du noch ein Thema? Mhm. Ich habe noch ein Thema. Und zwar Jugendarbeit in den Dörfern. Wir lesen immer nur so Ex-Haus Trier, ne? Also so die großen Themen. Aber mich würde interessieren, wie so in Pelling die Jugendarbeit aufgestellt ist. Also ich persönlich aus eigener Erfahrung, weil ich die Jugendarbeit auch da lange mit durchlaufen habe, muss sagen, dass es in Pelling eigentlich sehr gut funktioniert hat. Das lag an verschiedenen Faktoren. Wir hatten vom Bürgermeister, vom Gemeinderat die Rückendeckung. Wir haben immer noch eine gut funktionierende Jugendgruppe. Wir haben Gott sei Dank noch eine breite Vereinsstruktur, die ihrerseits auch nochmal einen wichtigen Anteil an der Jugendarbeit vollbringt. Und also das ist mir, oder vielleicht ist es schon angeklungen, mir ist das besonders wichtig, dass allgemein oder vor allem die Jugendlichen im ländlichen Raum da nicht gegenüber der Stadt ins Hintertreffen geraten. Und da finde ich es essentiell, dass die Vereinsarbeit oder allgemein das Ehrenamt gerade auf dem Dorf, in den ländlichen Räumen unterstützt wird. Das ist für mich essentiell, um die Leute auch in die Gemeinschaft einzugliedern, auch
quasi daheim zu halten, dass die Leute nicht wegziehen in die Stadt. Und ja, auch auf lange Frist, auf längere Frist gesehen, dann selber irgendwann Verantwortung übernehmen. Und ja, da weiß ich aus dem Gespräch mit unseren örtlichen Vereinen, dass die Bürokratie mittlerweile da sehr stark fortgeschritten ist. Also mit Sachen, wir reden mittlerweile über Datenschutz, gut, GEMA gab es immer schon, aber jetzt auch Hygienekonzepte, Richtig. das sind natürlich Sachen, die sind für Ehrenamtler, die das abends machen, wenn sie von der Arbeit heimkommen und das im Zweifel keine Juristen sind, sehr schwer zu bewerkstelligen. Und das nimmt ein Stück weit die Lust am Ehrenamt. Da kann ich die Leute auch Absolut. verstehen. Und ich hab heute noch eine Mail bekommen von Andreas Steyer, dass da jetzt eine Ehrenamtspauschale, dass die erhöht wird. Finde ich gut. Aber ich finde gerade da Bürokratieabbau bei den Vereinen, gerade bei kleinen Fußballvereinen, da wäre den Leuten mehr geholfen. Da hätten die auch wieder mehr Spaß dran. Und ja, Absolut. da. Absolut, Marcel. Ich habe hier noch eine Wortmeldung, also einen Ja. Beitrag von Matthias Spieles, der so in die Richtung auch geht, Ehrenamt. Der Matthias schreibt, das ist ein ganz wichtiges Thema. Seine Frau hätte eine Frage, also die sitzt wohl dabei. Auch dir viele Grüße. Der Rettungswagen braucht von Schweich bis Leiden, also Leiden. Leiden, ah, dann war das wohl ein Schreibfehler, dicke 20 Minuten, wenn er sich beeilt, 15, bla bla. Es gibt die First Responder. Auch da darf ich direkt mal was dazu sagen. Wir haben die First Responder ja in Lampaden, meines Wissens, bei uns in Genau. der Verbandsgemeinde, in der Altverbandsgemeinde Kelle, Neu-Saarburg-Kelle. Da, wo ich es halt weiß, in Mandern haben wir die First Responder. Ich weiß, wo haben wir sie noch in Saarburg? Die werden sich zumindest alle angesprochen fühlen. Tolle Sache. Aber das ist wirklich nur was für, wenn es ernst wird, dass noch schneller jemand da ist. Das kann natürlich nicht sein, dass aktuell die Krankenwagen, die Rettungssanitäter, aber auch der Notarzt so lange benötigt, bis er vor Ort ist. Und dieses Problem haben wir in Schillingen im Moment auch. Wir haben keine First Responder, wir haben wohl so einen Defibrillator angeschafft im Dorf, aber man stellt sich mal vor, der enge Verwandte liegt da auf dem Boden und man soll dann die Nerven da haben, den allein zu lassen, wenn man allein ist und diesen Defibrillator, von daher First Responder für alle, die es machen, herzlichen Dank, gute Sache. Aber es kann nicht sein, dass die Rettungsdienste so lang brauchen. Also in Schillingen ist es auch an der Tagesordnung zwischen 20 Minuten und länger, dass der Rettungsdienst braucht. Das ist nicht, weil die so langsam fahren, sondern weil die Rettungsdienste total überlastet sind, total überlastet sind. Teilweise kommt der Rettungsdienst dann nach Schillingen also der normal von Zerf kommen würde oder von Hermeskeil, die kommen ja teilweise von Ehren, von Merzig, von überall. Das kann es ja nicht sein beim letzten Unfall von meinem Nachbarn, den ich da miterlebt habe bei mir. In der Straße kam der Notarzt 45 Minuten später von Erang. Das sind ja Dinge, die sind unhaltbar und ich denke, auch da werden wir uns künftig drum kümmern. Und das haben wir auch schon in der Kreistagsfraktion jetzt angesprochen und werde mal eruieren, wie die Zeiten auch wirklich sind. Und nicht nur in Schillingen oder hier für Leiven, sondern auch für die anderen Dörfer in unserem Landkreis. Und da bleiben wir auch dran. Und der Christoph Leinbach sagt gerade, First Responder gibt es auch an der Obermosel und in Winscheringen. Also deswegen an die Obermoseler, Winscheringen, Lampard und Mandan, das sind die vier, die ich jetzt kenne. Euch, die da aktiv seid, herzlichen Dank. Wie sieht es aus bei euch, First Responder? Ist das Ja, ein also Thema? Lampaden sind wir ja nicht weit von weg. Also die sind mir auch bekannt. Da gibt es auch neu ausgebildete im Dorf, die zu Lampaden gehören. Das ist natürlich eine sehr gute Sache. Aber ja. Ja, ist ein guter Punkt, den der Matthias anspricht, weil das ja nicht nur die Rettungskräfte betrifft. Polizei ist genauso ein Punkt. Wir wissen Ja, mittlerweile ja. alle, Polizei sehr personell ausgedünnt. Und dann kann es natürlich auch passieren, wenn ein Verbrecher clever ist, der meldet dann zwei Einsätze beispielsweise in Leiven und bricht dann in aller Ruhe beispielsweise in Föhren ein, bis die von Leiven wieder vom Fehlalarm in Föhren zurück sind. Da hat er schon drei, vier Häuser abgegraben und ist schnell wieder weg, einfach weil wir mittlerweile personell auch bei der Polizei auf dem Zahnfleisch stehen. Und da ist ja auch eine langjährige Forderung der CDU, dass wir wesentlich mehr
mehr Stellen auch bei unserer Polizei brauchen, denn wir wollen auch in den Dörfern sicher leben. Wir wollen nicht nur in den großen Städten sicher leben, wir wollen auch auf unseren Dörfern das Gefühl haben, dass wir ohne größere Angst unser Haus verlassen können und nicht zittern müssen, na, ob denn nicht, wenn wir zurückkommen, die Tür aufgebrochen ist und der Familienschmuck entwendet wurde. Also Matthias, richtiger Punkt, aber gilt nicht nur für die Rettungsdienste, sondern gilt insbesondere auch für unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und wir haben gerade erst wieder am Dienstag gesehen, wie wichtig es ist, dass wir eine gut ausgestattete, vor allen Dingen auch personell gut ausgestattete Polizei haben. Genau. Jetzt geht das schon los mit der Interaktion. Ja, Christoph, wir haben das vernommen, die First Responder gehört haben. Aber du hast absolut recht. Und ich hoffe jetzt, dass die Kriminellen unter uns, dass die jetzt nicht zugehört haben, wie man das jetzt künftig macht. Das glaube ich nicht. Aber die Polizei ist in der Tat, wir brauchen da nochmal eine gestärkte Personaldecke. Aber ich darf auch da eine Meinung von mir kundtun. Es ist nicht nur damit getan, mit plakativ zu sagen, wir brauchen 1000 Polizisten mehr oder 1000 Lehrer mehr oder 1000 Rettungssanitäter mehr oder sonst was, sondern die Menschen, die für uns, für die Allgemeinheit da sind, die, ich sag mal, Dienst leisten an den Menschen, die Rettungskräfte und die Polizei. Auch hier möchte ich nochmal unterstreichen, Respekt für die Polizei. Denn wenn man Respekt gegenüber Polizisten oder Rettungskräften allgemein an den Tag legt und die Arbeit dieser wertschätzt und nicht wie das manche aus anderen Parteien, da sage ich ganz, ganz klar, eben despektierlich und ohne Respekt, wie man der Polizei begegnet, wenn man das im umgekehrten Fall macht, dann motiviert man auch Polizistinnen und Polizistinnen und Rettungskräfte, egal wer das ist, wenn man die Arbeit wertschätzt, dann ist man motivierter und dann braucht man manchmal auch nicht mehr Polizisten, um dass die eine bessere Arbeit machen. Das ist auf jedem Arbeitsplatz so. Jemand, der motiviert ist, arbeitet in der Regel besser und produktiver wie jemand anderes. Also das gilt auch für die Polizei und die Rettungskräfte hier. Respekt und Wertschätzung. Und du willst dazu was sagen? Ich will noch ganz kurz ergänzen. Und wir brauchen natürlich einen Landesjustizminister, der seine Staatsanwälte auch dazu anhält, dass die Verbrecher, die von der Polizei festgenommen wurden, dass die dann auch mal einer Gerichtsverhandlung zugeführt werden und auch mal verurteilt werden. Ja, absolut. Wie oft habe ich von unseren Polizeibeamten schon gehört, dass sie komplett frustriert sind, weil sie zum dritten Mal einen und denselben Täter festnehmen und der sie ja im Grunde genommen auslacht, weil er jetzt schon weiß, ihm passiert nichts. Wenn es leichte Delikte sind, wird in der Regel entweder das Verfahren ganz eingestellt oder es wird nur eine geringe Geldbuße verhangen und ob die dann noch gezahlt wird, ist die andere Frage. Also da muss es in Mainz auch einen Justizminister geben, der mal endlich klare Kante auch gegenüber den Staatsanwälten zeigt und denen mal sagt, sie haben alles, auch geringe Vergehen, komplett zu verfolgen und nicht sich das Leben leicht zu machen und Verfahren einzustellen. Absolut. Wobei, und ich glaube da, bevor du was sagst, können wir mal Prost sagen. Das müssen wir mit einem guten Schluck mal unterstreichen, dass das ein bisschen sacken kann und wirken kann. Marcel, bevor du noch was ergänzt, zum Wohl. Genau. Wobei auch in der Justiz, im Justizdienst, die sind auch leider personell unterbesetzt, da gehen bis 2030 gehen 40%. Schreibt der Matthias gerade, genau. Gehen da in Pension. Du sagst es, mehr Personal, auch die Wertschätzung, aber auch eine anständige Besoldung. Auch da ist Rheinland-Pfalz sowohl bei der Polizei, aber auch bei der Justiz leider mal wieder im bundesweiten Schlusslicht. Also auch in der Justiz braucht es mehr Personal, dass, wie du sagst, auch jeder Fall da mit der erforderlichen Sorgfalt behandelt werden kann. Definitiv. Lars, dann sag auch in dem Zusammenhang, glaube ich, auch kannst du direkt was sagen. Wir haben da eine Meinung auch in der Kreispartei zur Justizvollzugsanstalt in Trier. Auch hier gibt es was zu sagen, Lars. Ich glaube, das darfst du jetzt als Vorsitzender direkt mal tun. Ja, wir unterstützen da nahtlos die Beschäftigten in der Trierer Justizvollzugsanstalt und plädieren dafür, dass diese Justizvollzugsanstalt auch in Trier bleibt und nicht nach Wittlich umziehen muss. Wir sind eine Partei, die CDU ist eine Partei, die sich sehr stark für wohnortnahe Arbeitsplätze einsetzt. Ich dachte, wir wohnortnahe Gefängnisplätze, aber ist okay. Nee, du hast ja recht, absolut. Wir haben auch in der JVA in Trier viele Beschäftigte aus dem Landkreis und wenn wir es mit Familienfreundlichkeit ernst nehmen, dann sollte die JVA in Trier bleiben
Und die Beschäftigten sollten kurze Arbeitswege haben. Und deswegen sind wir da ganz klar auf der Seite der Beschäftigten der JVA und werden uns auch dafür einsetzen, dass die JVA in Trier bleibt. Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass ich mal eine Zeit lang im Beirat der Justizvollzugsanstalt war. Als Kreistagsmitglied werden in jeder Periode Kolleginnen und Kollegen aller Parteien, ich sag mal, nach Proporz da eingesetzt. Und das war, man hat dann doch schon wirklich einen Einblick in die Justizvollzugsanstalt gehabt. Das ist immer so interessant, wenn ich mal sage, Ich war in der JVA. ja, pass auf, liebe Grüße an an den Kollegen, der Oberbürgermeister von Trier, der Wolfram Leibe. Wenn ich immer sage, den kenne ich aus der JVA, dann liegt es daran, dass nicht, dass wir zusammen im Gefängnis gesessen haben, sondern dass wir mal gemeinsam im Beirat waren, zu Zeiten, als er noch Chef vom Arbeitsamt war. Das nur am Rande. Nein, da hast du wirklich einen Einblick gehabt in die Arbeit derer, die dort arbeiten. Und das sind alles motivierte Leute und die haben keinen einfachen Job. Wenn da mal am Abend jemand sagt, pass mal auf, ich weiß, wo du wohnst und wer deine Kinder sind, kann schon sehr psychisch belastend sein für einen Justizvollzugsbeamten. Und ich denke schon, dass man das nicht alles konzentrieren soll auf gewisse Punkte im Land, weil dann, wenn du ordentliche und motivierte Arbeitsplätze oder auch Dienstposten in dem Fall haben möchtest, dann brauchst du auch in der Fläche die Justizvollzugsanstalt und deswegen stehen wir auch dahinter. Ganz klar. Das so nur am Rande, woher ich die JVA kenne. Man muss ich habe schon immer Angst gehabt früher, wenn die Einladungen geschickt haben, hat immer Justizvollzugsanstalt, Sascha Kohlmann, gell, in Schillingen, dann habe ich die Post gekriegt, dann, was soll der Briefträger doch nur denken. Gell. Aber gut, man hat es ja gern gemacht und nach 10 Jahren habe ich dann abgegeben. So nur am Rande. Sondern auch die Polizei soll möglichst kurze Wege haben. Natürlich, und das heißt nicht, dass die alle jetzt in Trier und da, wo noch die Dienststellen sind, nur noch die Straftaten stattfinden sollen, sondern nein, das ist absolut so. Wenn ich den Michael Gehne hier interpretieren darf, auch die Polizeidienststellen müssen in der Fläche bleiben. Und da ist man ja auch ganz klar dabei, dass man ich sag mal, immer mehr ausdünnt, die kleinen Polizeidienststellen. Wie sieht das denn in Schweich aus? Ich kenne es nur von Saarburg und Hermeskeil. In Hermeskeil sind sie ja im Moment höher besetzt durch diese AFA, aber das ist ja eine andere Geschichte, sondern insgesamt versucht man die ja runter ja, die Dienstposten runter abzubauen. Ja, wir haben ja das große Glück, dass wir in Schweich noch eine Polizeiinspektion haben. Und zusätzlich, wobei das keine Rolle spielt, ja auch die Autobahnpolizei in Ah, Schweich noch genau, mit ja. stationiert ist. Aber die haben natürlich ein sehr großes Gebiet abzudecken. Ich habe ja gerade das Beispiel genannt. Und deswegen ist es halt wichtig, dass auch in den Polizeidienststellen wieder mehr Personal eingestellt wird. Denn wir haben ja auch gesehen, beziehungsweise lesen es immer wieder, wie viele Überstunden schieben unsere Polizeibeamten vor sich her. Und da muss man auch froh sein, dass sie überhaupt bereit sind, das auch zu tun, Natürlich. und für unsere Sicherheit einzustehen. Aber da sollte jetzt wirklich mal Rückendeckung auch von der Landespolitik kommen und eine deutliche Stellenauswertung, Ausweitung beschlossen werden und Genau. umgesetzt vor allen Dingen werden. Genau. Und das ist auch die Adresse an euch, Marcel, und an euch adressiert. Da müsst ihr jetzt wirklich auch darauf achten, dass das auch in der Fläche bleibt, um die Berufe auch für junge Leute attraktiv zu gehalten und gestalten. Attraktiv zu halten und gestalten. Ja, nee, das ist aus ganz einfachem Grund, wir haben es ja gesehen bei der Bundeswehr. Als die Bundeswehr aus der Fläche raus ist und als die ganzen Kasernen, wir haben in Trier sind wir sehr betroffen durch Hermeskeil, Trier Stadt und so weiter im ganzen Umkreis, wie schnell dann ich sag mal, der Bedarf an Soldatinnen und Soldaten hochgegangen ist, weil keiner mehr dahin wollte. Natürlich nicht, weil die Leute wollen ja auch ein bisschen in ihrer Heimat bleiben. Und du hast es ja eben richtig gesagt, wir brauchen Arbeitsplätze in der Region oder du hast es ja auch gesagt, für die Region, nämlich dass unsere Kinder nach abgeschlossene Ausbildung oder Studium auch hier den adäquaten Arbeitsplatz finden, den sie wollen. Und wenn das bei der Polizei und bei der Bundeswehr ist, dann ist das so. Damit sie auch hier Trainer und etc. und Ehrenamtler bleiben können. Und so Das sollte schließt man sich ja der immer. Kreis immer Genau, wieder. genau. Viele Probleme werden ja nur deswegen gemacht, weil man alles zentralisiert und quasi aus der Fläche rausnimmt. Und wir haben es ja jetzt bei Corona gemerkt. Wir haben es bei Corona gemerkt. Auf dem ländlichen Raum hat man im Moment, im ländlichen Raum hat man im Moment, ich sag's mal, Standortvorteile Klar. und nicht so viele Einschränkungen wie in der Stadt, finde ich zumindest. Ich habe schon immer gerne im Land gewohnt, aber jetzt umso lieber. Und da müssen wir drauf achten. Genau. Und wenn Sie gerne weiterhin gut und sicher auf dem Land leben wollen, am 14. März, Erststimme entweder Sascha Kohlmann oder Lars Rieger, Zweitstimme CDU und dann klappt das auch mit der Sicherheit im Land. Vielen Dank, Lars. Marcel, ich glaube, das war das Stichwort, das wir
für heute zum Ende kommen sollten oder am Ende angekommen sind. Euch da draußen nochmal oder Ihnen da draußen nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bitte den Daumen hoch nicht vergessen, bitte das Teilen nicht vergessen. Es wird künftig auch es wird auch im Anschluss wieder bei YouTube hochgeladen für diejenigen, die es nochmal im Nachgang anschauen wollten. Empfehlen Sie uns weiter, schalten Sie nächste Woche nochmal ein. Freitag 17.30 Uhr auf ein Bier mit Lars und Sascha, beziehungsweise auf ein Wein mit Sascha und Lars oder was wir uns immer auch ausdenken. Auf jeden Fall Freitag 17.30 Uhr werden wir uns wieder sehen und wir würden uns freuen, ihr würdet wieder zuschauen und so aktiv wie heute dabei sein. Danke Lars. Danke, Marcel. Wir sehen uns morgen in Pellingen. Genau. Und euch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, wünsche ich euch auch und vor allen Dingen einen schönen zweiten Advent. Genau. Stimmt.